Wir sind zurück bei Assassin's Creed 1 und werden jetzt nach hier vorne zum Belauschen laufen. Wir sind in diese Richtung. So. La 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 la. Sind ja nur 200 Schritte. Ich kann so langsam echt auf die Kommentare der Passanten nicht mehr. Wer von jemandem geht. Er wird noch jemand anrempeln. So langsam. Eine kleine Spende. Ich spende dir gleich was ganz anderes. Da komme ich auch nicht durch. Oh Mann, jetzt muss ich wieder. Hä? Ja, und ich brauche Ruhe und keine Leute, die einfach von der Nase rumlaufen. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine. Nein. Ich habe ja nicht mehr Geld. Ich kann ja nichts mehr geben. Warum nerven die denn dann? So. Gut, schön, dass du das weißt. Herzlichen Glückwunsch. So. Zack, da vorne müssten die Leute sein. Genau, und zuhören. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Okay, Nachforschung beendet. Auf zurück zum Büro. Würde ich mal behaupten. Ihr habt nichts hier zu suchen. Geht. Nerv mich nicht. Oh Gott, ey, ich krieg schon wieder ein zu viel. So, wir sind wieder anonym, sehr schön. Diese Fahnen sind mir. Hallo? Hallo! Okay, das ist wieder eine unsichtbare Wand, irgendwie sowas, keine Ahnung. Den aufhalten, bevor er sich verletzt? Ja, ja, ist ja okay. Halt mich doch auf, wenn du dich traust. Ich. Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre. So, wir sind bei dir. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe.
Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein. Ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. 280 Meter bis zum Ziel. Und dann werden wir ein weiteres Leben nehmen. Auf unserer Reise durch Assassin's Creed 1, die sehr, sehr viel Spaß macht, auch wenn das Spiel mir manchmal echt Sorgen bereitet. Aber also vom Aufnehmen und so weiter her, weil es ja sehr oft abschmiert. Ich kann, da bereitet mir das Ende Sorgen, weil es wahrscheinlich sehr viel auch aus Videos und sowas bestehen wird. Da bin ich ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Angst vor, wie ich das dann irgendwie aufnehme. Ne? Auch mit dem Abspann und sowas. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, wie das was werden soll. Wahrscheinlich muss ich da dann ein bisschen schneiden. Würde ich mal jetzt schon mal so sagen, aber vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Vielleicht mache ich mir auch schon noch zu früh Sorgen. Das war dumm. Was tut er da? Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? So. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Okay, ich muss oben rum. Das stehen nämlich wieder Wachen. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Amen. Thank you.
Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht. Aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf dass Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Ihr wollt also alle ganz gerne kämpfen, können wir machen. Okay, ich muss ausweichen lernen. Hallo, Alter. Ich krieg ja ein bisschen auf die Glocke. Hallo, hör auf. So. Ich glaube, das wird gerade nichts. Ich habe zu wenig Leben. Ich muss erstmal gerade wieder ein bisschen regenerieren. Geil, ja, geil. Geil, dass du einfach hängen bleibst. So. Oh, alt, hallo. Oh, die steht so schnell wieder auf, da komme ich gar nicht hinterher. Okay, tschüss. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu... Diese Bogenschützen waren das Problem. Guck mal hier, jetzt schon. Hallo. Er macht nicht, was ich ihm sage. Hallo, jetzt geh doch einfach mal da hoch, du behinderter Affe, Alter. Oh mein Gott. Geil! Ja, super Taste. Funktioniert doch einmal in deinem Scheißleben. Oh, Alter. Ich muss diese hässlichen Bogenschützen erstmal loswerden irgendwie. Genau, schmeiß mich da ruhig runter. Ist das so? So wie der hier einfach nicht reagiert, ist das sogar vielleicht besser, dass sie besiegelt ist.
religiösen Verfolger hierher. Okay, machen Sie das. Gut. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Hey, you're in jet. Na, lass es doch mal. Ich hasse dieses Hin und Her, das ist voll unnötig. Scheiße! Was soll das denn? Füllen Sie Ihren Vorrat. Ja, ja, meine Messer sind mir echt scheißegal. Ich hasse es, dass er nicht reagiert, wie er reagieren soll. Ich muss hier erstmal irgendwie... Ernsthaft, dass mich irgendwie 10 Leute erstmal nur herwerfen, bevor ich dann erstmal eine Taste drücken kann, um erstmal hier hochzukommen und den blöden Bogenschützen wegzukriegen. So. Geil! Geil, hallo! So, erstmal schon mal 5 Leben verloren, bis ich erstmal überhaupt eine Taste drücken kann. Super! So habe ich das echt gerne. Guck mal, er hat keine einzige Sache, die ich ihm gesagt habe, hat er gemacht. Gut, schmeiß mich noch mal eine Runde. Schmeißt du mich auch noch mal eine Runde? Yeah! Sterb du doch endlich! Sterb du doch bitte auch! Dankeschön! Halt du deinen Mund und du... Und sterb doch bitte! So, so wie du! Nerv mich nicht mehr, danke! Scheiß! Mann! Wieso reagiert dieser Spacken denn nicht? Alter! Nein, ich hab keinen Bock mehr jetzt. Ja, danke. Zieh doch auch mal deine Waffe. Nein, lass dir erst wieder die Hälfte deines Lebens abziehen. Mann! Wow, geil! Hör auf! Oh, der hat gerade wohl einen ihrer eigenen Waffen irgendwie.
Geil, super, ey, ich bin stolz auf dich, Spiel. Deine Steuerung ist das Beste, was einem je passieren konnte. Hör doch endlich mal auf! Mann! Spasti, Alter! Mann! Wieso macht man so eine Tastenbewegung, wenn sie nicht funktioniert? Hauptsache, man kann nur Leben verlieren, ne? Und nicht einmal reagieren auf die Scheißtasten, die man gemacht hat. So. Geil. Reagier doch, wenn ich dir Tasten sag, Mann. Ich kann die gar nicht treffen. Hä? Warum denn nicht?
Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ach, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen, gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert, oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Okay, das hätten wir erfolgreich, würde ich sagen, geschafft. Puh, Alter, das war auch gerade ein Kampf. Ich habe mich, Entschuldigung, dass ich mich gerade aufgeregt habe, aber echt, das ging echt mal gar nicht. Ich finde, das ist, nerv mich nicht. Das ist echt ein Problem bei Assassin's Creed, dass die einfach manchmal nicht auf die Tastenbelegung reagieren. Haltet ihn! Buchgläubige, komm hierher zurück! Wie konnten wir ihn nur verlieren? Ach so, oh, ich war. So, ich muss ja erstmal irgendwie jetzt weg. Ich glaube, das sehen wir alle gleich, dass ich gerade wieder ein bisschen weg muss. Ich war sicher, dass er hier ist. Anscheinend warst du dir nicht sicher genug. So. Ich glaube, ich muss gleich nochmal kurz kämpfen. Ich habe da keine Lust mehr darauf, dass ich mit anderen verfolgt werde. So. Echt auf diese Sprünge von dem nicht, ey. Das tut mir leid. Oh. So, da wären wir dann auch mal wieder beim Büro. Aber er möchte nicht. Jetzt möchte er.
Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Okay. Nach Arsur müssen wir jetzt. Zu Robert. Aber das erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 1. Bis dahin, tschüss.